Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Half-Life 2 mit Gordon Freeman. In der letzten Folge haben wir hier diese coole Waffe bekommen. Hier, diese hier. Zack. Und ja, sind jetzt irgendwie aber auf der Flucht. Von daher müssen wir mal schauen, wie wir denn hier weiter vorankommen und was wir überhaupt machen müssen. Komm schon. Alter, geh mir nicht auf den Sack hier. So. Das funktioniert auf jeden Fall alles schon mal ganz gut. Was sind das für Dinger hier? Man weiß es nicht, ne? Okay, ich würde sagen, wir klettern einfach mal die Leiter hoch. Also die Waffe gefällt mir auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Ist halt die Frage. Selbstschuss-MG-Signal. Oh. Ist halt die Frage, was jetzt hier auf uns wartet. Wir gehen nicht nach Ravenholm. Okay. Warum gehen wir hier nicht hin? Man weiß es nicht. Scheint ein ziemlich düsterer Ort zu sein. Ich drücke mal auf Speichern. Okay. Kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern hier. Ach, das macht so einen Spaß. Ach, herrlich. Komm her, ich brauch Munition. Boah, das bietet auch echt jetzt so. Oh, 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 oh. Das bietet echt auch super viele Möglichkeiten jetzt hier, ne? Ohne Witz. Was zum Henker ist denn mit dir hier passiert, ey? Geil. Ach, herrlich. Ich mag dieses Spiel. Hey, hier. Nimm mal Sägeblatt. Was willst du denn? Ich will mich nicht festlegen, ne? Aber das ist schon noch ziemlich cool. Oh. Au, au, das war nicht geplant. Das war mal sowas von überhaupt nicht geplant. Ja, ich brauche mein Sägeblatt wieder. Wer bist du? Und warum? Oh, warte mal. Wo habe ich denn hier mein Sägeblatt hingetan? Ja, Kinder, das seid ihr selber schuld, ne? Überleg doch mal, ohne Witz. Wo habe ich denn hier mein Sägeblatt hingetan? Das ist doch. Das nehme ich lieber mal mit. Man weiß nie, wozu man das nochmal brauchen kann.
brennen wie Rauch. Und meine Knochen sind trocken wie Asche. Lass mein kleines Wesen Öl für dieses Feuer sein, bis nur das Licht verbleibt. Was willst du von mir? Sprich doch mal klare Sätze. Oh, hallo. Double Kill. Also irgendwo läuft hier offensichtlich irgendein Depp rum. Zombie-Alarm. Oh, das hat nicht funktioniert. So, wo bist du, du Drecksack? So, dieses Sägeblatt ist nämlich echt hilfreich. Oh, warte mal. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich, dann halt so. Was ein bisschen schade ist. Wo ist mein Sägeblatt hin? Oh. Okay. Na gut, meine Freunde der Sonne. Nicht, ne? Automatische Medizinsysteme aktiviert. So nah war ich überhaupt nicht dran. Was willst du denn von mir? Au! Will zum Hangar kommen die denn her? Pass auf, Leute. Wisst ihr was? Ich mache es einfach mal so. Und dann geht ihr mir einfach hier nicht weiter auf den Sack. So, geht doch. Komm, wir speichern das trotzdem nochmal. Wo ist mein Sägeblatt? Da hinten. Komm her. Das brauche ich. Ohne Sägeblatt sollte man nicht das Haus verlassen. Hey, da brennt einer. Oh, da brannte einer. Noch ein Leben zu retten. Ich behalte dich im Blick. Mehr kann ich nicht versprechen. Okay. Wo ist mein Sägeblatt? Oh Gott, irgendwer hat mein Sägeblatt. Nein. Oh nein, wo ist mein Sägeblatt? Okay. Hör da einfach auf damit.
Scheiße, irgendwer hat mein Sägeblatt. Menno. Dumm Saudo. Irgendwer hat mein Sägeblatt. Na, du lebst auch noch, ne? Wie super ich einfach hier überall vorbeischieße. Oh, guck mal. So. Okay, jetzt könnte man theoretisch hier rein. Aber ich hätte natürlich eigentlich gerne mein Sägeblatt wieder. Oh, da ist mein Sägeblatt. Zack. Heiß über. So, nochmal kurz speichern. Warte mal, wir legen das Sägeblatt mal hier hin. Haha. Oh, guck mal, da ist noch was. Achso, wir waren voll. Na, jetzt geht doch. Hallo, Mann. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier rein, ne? Wir haben ja im Prinzip nichts zu befürchten, denn wir haben ein Sägeblatt. Dann muss halt das Sägeblatt herhalten. Oh, okay. Okay, pass auf, Freunde der Sonne. Was? Freitag? Irgendwie gibt es hier gar nichts, ne? Wie komme ich denn darauf? Schon eine Leiter übersehen, ne? So, pass auf. Wäre doch gelacht, wenn wir hier nicht draufkommen würden. So. Du kommst wieder her. Ja, da steht wieder einer. Okay, pass auf. Ich glaube, die müssen wir auf herkömmlichem Wege wieder machen. Super. Da waren wir mal wieder zu nah dran. Macht aber nichts. Oh, hier. Ach. Oh, hallo. Ja. Ich nehme mal mein Sägeblatt hier wieder mit. So, da unten ist mir noch ein bisschen zu viel Pappe. Oh, was sind das denn für Viecher? Alter!
Die kenne ich ja noch gar nicht. Die sind aber ätzend. So, was geht bei euch da unten ab? Stöhnen. Super. Komm, mach alles kaputt hier. Okay, hier gibt es offensichtlich nicht mehr so richtig was, ne? Cool, die Heizung kann man auch mitnehmen. Sehr geil. Okay, so, wo ist denn mein Sägeblatt schon wieder hin? Da ist es doch. So, also hier scheint es offensichtlich nichts mehr zu geben, ne? Außer ein Health Pack, das brauchen wir aber gerade nicht. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal hier weiter runter. So, jetzt bin ich ja wieder hier. Hier war ich ja eben schon mal. Ach, hier. So, das war jetzt irgendwie Rundlauf hier, ne? Haben wir nichts gewonnen. Hab ich schon was übersehen, ne? Drecksack. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch hier einfach nur laufen. Entschuldigung. Wo? Ich habe dich gehört, mein Freund. Wo? Ah, da oben wahrscheinlich wieder, ne? So, pass auf. Hey? So ja nicht, meine Freunde der Sonne, ne? Ich brauche mein Sägeblatt. Auch wenn ich noch nicht weiß, wo ich hier hin muss. Ach, da drüben. Hui. Gut gemacht, Bruder. Nutze meine Fallen, aber pass auf, dass du nicht selbst in eine gerätst. Ich hätte jetzt so Bock, dem das... Was? Wo? In Ravenholm musst du auf der Hut sein. Okay. Warte, hallo? Kannst du mir helfen? Kann ich das da... Was macht er? Oh, muss ich da rüber? Ernsthaft? Okay, offensichtlich müssen wir da rüber. Aber da kann ich gar nicht rüber. Doch. So ungefähr. Hallo. So, schon sind wir hier. Hallo.
Ja. Die Viecher sind ganz schön hartnäckig hier, ne? Dabei habe ich gedacht, durch die Explosion da unten. Alter, ernsthaft? Wollt ihr mich verarschen? So. So, ja, man nicht. Oh, guck mal. Okay. So. Ich nehme mein Sägeblatt wieder mit, ne? Das ist mein Freund und Helfer. Okay, pass auf. Okay, alles klar. Hallo, Freunde der Sonne. Alter! Tu mal Drecksau, ja. So, ich speichere das mal. Wo ist denn jetzt mein Sägeblatt schon wieder hin? Das gibt es doch nicht. Ständig klauen die hier meine Werkzeuge. Das ist schon wieder weg, ne? Das ist echt schon wieder weg. Ach. Ernsthaft? So sieht das aus bei dir, ja? So sieht das bei mir aus. Dumme Sau. Okay, da war offensichtlich mein Sägeblatt. Alles klar. So, wir machen hier aber mal einen Cut. Oh, diese Waffe ist auf jeden Fall cool. Hier geht auch echt der Punk ab. Also atmosphärisch finde ich Half-Life 2 auch echt immer noch total nett so als Spiel. Muss ich mal so sagen. Okay, wenn euch das gefallen haben sollte, dann wie immer gerne kommentieren, diskutieren, philosophieren und das Däumchen nach oben nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Half-Life 2 mit Gordon Freeman natürlich wieder. Bis dahin. Tschüss.